Hi Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Little Inferno. Wie ihr vielleicht sehen könnt, haben wir hier so ein paar Unterschiede an Geld und Briefmarken. Das liegt daran, dass ich eigentlich schon weiter aufgenommen hatte. Jedoch hat es mittendrin abgebrochen, das Bild aufzunehmen. Somit hatte ich einfach nur noch ein Black Screen. Das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen, als ich die Videos nochmal angeguckt habe, um sie zu bearbeiten. Und ja, kann da ja nicht einfach zurückspulen oder so. Und das ist auch ein bisschen doof, jetzt hier dann irgendwie Kombos zu machen, die schon gemacht sind. Oder hier einfach weiterzumachen, wo ich aufgehört hatte. Drum habe ich das Spiel nochmal von vorne gespielt, bis zu dem Punkt, wo ich jetzt bin. Beziehungsweise war. Und da machen wir jetzt weiter, indem wir erstmal die Items hier reinschmeißen, die wir vorher noch gekauft hatten. So, wo ich dachte, dass vielleicht ein paar Kombos bei rumkommen könnten, direkt am Anfang. Und dem war irgendwie nicht so. So, gucken wir mal. Genau, wir waren Katalog Nummer 4 und haben da so ein paar Sachen zumindest schon gekauft gehabt. Mach einfach mal weiter. Mit Phönix-Ei, Wallpappen, Schwert, Kakungu-Bälle. Gibt es auch aus einer anderen Indie-Game, was ich vielleicht Let's Playen werde oder auch nicht. Wir werden sehen, mal schauen. Ein Gelegenheitsspiel und ein Gaming-Tablet haben wir uns auch noch gegönnt. Einen Platz haben wir sogar noch. Na, dann holen wir uns doch noch Miss Hexopus. Obwohl, das könnte man dann vielleicht mit einer Combo zusammen machen. Wir holen uns einfach eine Mini-Nuke. Einfach weil die ziemlich praktisch sein kann. Und ja, gucken wir mal. Ein paar Sachen brauchen wir noch ein wenig. Können wir mal kurz skippen. Da warten wir vielleicht noch ganz kurz. Und so, wir kriegen direkt wieder einen Brief. Ich wollte gerade sagen, wir könnten da vielleicht auch was anderes noch kaufen, weil da gibt es bestimmt auch Kombos mit. Ich tippe die Briefe und ich habe keine Löschtaste. Sie fiel ab. Aber weißt du, was ich mehr als alles liebe? Leere Seiten. Sie können mit allem Möglichen gefüllt werden. Mit Dinosaurier-Eiern oder Science Fiction oder einer ganzen Welt, in der alles pink ist. Wenn man auf pink steht, manche mögen grün oder blau oder sonstige Farben. Die Möglichkeiten schreiten endlos vorwärts. Ich habe gerade gesehen, dass da Dinosaurier stehen. Dinosaurier-Eiern, weiß ich gar nicht, warum ich da jetzt drauf kam. Wahrscheinlich wegen dem Rest, aber egal. Aber sie können niemals zurückgehen. Liebe Sugarplums. PS, das kannst du haben. Eine Löschtaste. Yay. Und in der Zeit ist auch alles andere schon angekommen. Jetzt will ich nur mal überlegen. Gab es schon was noch, was wir machen konnten? Ja, ich glaube, es gab was, aber dazu brauchen wir das da unten noch. Da kommen wir gerade nicht hin. Ich weiß nicht, gab es damit noch was, weil wegen den Eiern, weil ich meine, nee, gab es ja schon mit der Eierpackung Osterhasen. Dafür fehlt uns was. Ich würde sagen, vielleicht kommt ja noch ein Käferchen. Ich kaufe das jetzt einfach mal noch mit dazu. Vielleicht kommt eine Combo bei rum, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Das kann ich mal kurz. Machen wir auf. Wir haben ja noch ein paar Briefmarken. Wir kriegen ja auch wieder einige durch die Kombos. Oh. Ja, siehst du. Ah, World of Q-Kombo. Okay. Da haben wir es schon wieder. Und Meisterhaft-Kombo. Okay, es war nur Phoenix-Eier und die Eierpackung. Aber macht ja nichts. Ich meine, Geld brauchen wir sowieso genug, denn wir haben hier noch eine Erweiterung, die aber 450 kostet. Und ja, 450 ist schon ordentlich. Das dauert noch, bis wir das zusammen haben. Ich meine, gut, wir haben auch noch 3,5 Kataloge zu kaufen. Miss Hexopus. Ich weiß gar nicht, da gab es, glaube ich, irgendwas mit diesem Fisch als Combo. Kaufen wir einfach mal noch das Discount Sushi, einfach weil eventuell. ein Klammerbot. Und hier hätten wir die Beta-Version. So viel Zeug, was wir noch machen könnten. Ich meine, mit den Kombos, aber das können wir alles nach und nach gucken. Jetzt. Schauen wir erstmal, was wir da noch so zusammenkriegen. Das dauert jetzt alles schon relativ lange, bis das überhaupt da ist. Deswegen wird das ein wenig, ja,
Briefmarkenintensiv, was aber nicht stört. Kriegen ja wieder welche. Ganz zum Schluss wird es halt dann interessant, wie weit wir das jetzt dann noch ausreizen können oder müssten. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Dann ist noch eine kleine Weile, ein bisschen was haben wir noch zu tun. Die ist auch gleich da, mit dem müssen wir bloß wieder vorsichtig sein, weil der ja ziemlich schnell explodieren kann. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mitbekommen. Stimmt, die Galaxien, die lassen alles fliegen. Was jetzt natürlich schlecht ist für das Zeug, das da oben rumfliegt. Wir sind nicht alleine, weißt du. Die Stadt ist voll mit Leuten. Ich weiß, sie sind da. Ich kann ihren Schornstein sehen und den Rauch riechen. Ja, weil alle natürlich ein Fireplace haben. Da es ja überall sehr kalt ist. Natürlich sehr viel Sinn macht. Irgendwo. Irgendeine Art. Das sind mehr Leute, als ich zählen kann. Ich will jeden besuchen und Milliarden von Fragen fragen. Wo kommst du her? Was wolltest du immer werden? Was ist dein Lieblingsgeruch? Auch wenn sie überall sind, sind sie doch weit weg. Wie kleine brennende Galaxien, die wir auch gerade jetzt hier haben. Mit kleinen rauchenden Schornsteinen auf den Köpfen. Oh, das lässt mich so frösteln. Ja, gleich wieder was verbrennen. Warm. Aber dich werde ich immer haben. Mats Zuckerblatt. So, da kommt schon ein Sushi wieder da. So, auch mit rein. Den hier noch. Und schon, das war alles erwähnt. Japanische Kombo. Okay, das war auf jeden Fall mit dem Sushi und dem Ninja. Ah doch, Unterwasser-Kombo. Bisschen zu voreilig gewesen. Da war also doch was. Es gibt, glaube ich, eine andere Kombo mit dem Ninja. Vielleicht hätten machen können, aber können wir noch mal holen. Ich meine, wir brauchen noch genug. Was denn hier? Geht eigentlich. Der Combo-Anzahl. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht mit den Kombos, dass ich nicht schon hier vorab ergriffen habe. Jetzt holen wir uns erstmal was, bevor wir weiter stöbern. Beta-Version, das Gaming-Tablet und enthält. Das weiß ich natürlich nicht. Gab mehr Pixel-Paket auch noch irgendwas. Ich glaube, so viel. Zombie-Garten-Kombo. Das war. Auf jeden Fall was mit dem Zombie. Stimmt irgendwas von diesen Spielen. Puzzle-Abenteurer ist was anderes, oder? Flugzeugmodus, ja, okay, das habe ich jetzt ein bisschen. Da kommt der Pixel kommen. Ich glaube, die habe ich jetzt mit da drin. Für die. Noch Platz. Handheld können wir schon platzieren. Mobiltelefon brauchen wir noch. Handheld Gaming Tablet. Was ist das? Mit der Flugzeugmodus-Kombo? Glaube schon. Ich glaube, das war schon irgendwie so. Gucken wir einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob man jetzt noch was anderes mit denen kombinieren könnte. Theoretisch wäre noch ein wenig Geld. Ich weiß gar nicht mehr, was der Peter war. Abenteurer. Habe ich denn noch? Ach, kaufen wir einfach mal noch ein bisschen Zeug. So, guck mal, weil. Wir können es halt, das Zeug dauert jetzt noch so lange. Warten wir da nur noch ein bisschen drauf. Ist er gleich da, wunderbar. So. Nehmen wir das Ganze schön. Ich meine, das macht wahrscheinlich keinen Sinn, was ich da jetzt hier fabriziere, aber wir probieren es einfach aus. Und ich meine, gerade der nicht, wie gesagt, auf 450 kommen für den nächsten Platz hier. Und da können wir schön alles ansparen, was da. So, dann kriegen Flugzeugmodus-Kombo war richtig. Die Meta-Kombo war das, was ich gedacht habe. Und die verpixelte Pixel-Kombo ging so.
Gut, dann haben wir die und sind schon bei über 70 von den Briefmarken. Und das Feuer ist jetzt wirklich sehr pixelig und grün. Und es wird nicht mehr ganz so pixelig und wird wieder normal. Gut. Brauchen wir auf jeden Fall noch die Gravitationsboy-Action. Und wir haben. Oh, das stimmt dabei. Dachte mir noch, da war noch irgendeine Kombo mit dem Zombie, was wir machen könnten, und den Ninja vielleicht. Das ist nämlich die, da brauchen wir noch den Pirat dazu. Ich meine, Gehirne, Ahoi, ja, das sagt eigentlich schon so einiges aus. Großige Kombo. Achso, das war. Den haben wir jetzt gekauft. Deswegen brauchen wir auch noch dazu, weil wenn die fertig ist mit Singen, dann schmeißen die Leute Rosen auf die Bühne. Deswegen das. Brauchen wir Ninja, Zombie und Art. Nur noch einen Platz. 90. Nehmen aber einen Mini-Nuke. Einfach weil, wenn alles passiert, geht schneller. Und hier noch ein Geld raus, wenn man kaputt ist, aber scheint nicht so. Fertig. Ich setze nochmal weg. Wir haben wieder einen Brief. Art. Ahoi. Wichtige Wettermeldung. Hui, die Wolken kreisen. Es wird windig da draußen. Aber der Wind weht nicht in Richtung Westen oder Osten. Auch nicht nach Norden oder Süden. Er weht nach oben. Hinauf, hinauf, hinauf. Haltet euch warm dort unten. Meldung vom Wetterballon über den Rauchwolken, über der Stadt. Der Wettermann. Wunderschön. 63 hätten wir noch. Was packt man noch mit rein? Und noch ein bisschen Geld zusammenkratzen. Sachen sind noch länger nicht da. Hat auch noch mal ganz gut. Packen wir auch schon mal rein. Packen wir zuletzt, dass sie dann vorne dran ist. Gleich soweit. Auch. Kündchen kriegen wir noch rum. So. Auch gleich soweit. War auch wunderbar. Passt auch. Kann man nicht meckern. Gut. Oh, verdammt. Das ist natürlich wieder Gravitation und so, ne? Mhm. Rosige Rosengehirne, ahoi, ja. Wunderbar. Dann habe ich auch. Wieso treffe ich eigentlich immer so voreilig voran? Das wird irgendwie teilweise zum Verhängnis. Aber es ist nochmal gut gegangen. Zombie-Garten-Kombo und Puzzle-Abenteurer. Was war denn das jetzt noch? Kriegen wir auf jeden Fall noch raus. Auf jeden Fall. Moment. Was war denn das jetzt? Dann auf jeden Fall hier. Und ob er genau auf dem Abenteuer des besten Anzug auf dem Abenteuer den besten Anzug der Welt zu finden. Eine Herausforderung, nicht? Wer war's? Dann hat man das schon mal und Zombie Garten war auf jeden Fall der Zombie. Und was war noch? Oh, hab ich da rein. Hier. Instant Blumen. Freude am Gärtnern. Was? Oh. Manchmal kann es so einfach sein. Wir sammeln aber noch ein wenig Geld und holen uns einfach ein paar teure Gegenstände. Dinge. Was war denn da? Ach, der Mond. Gravitation. Machen wir ein bisschen. Na komm. Weg. Ja. Miniaturmond. Da haben wir so ein bisschen Gravitationszeugs. Hau ich die auch noch mit raus. Hol mir noch ein Mini-Nuke. Auch schon mal mit reinschmeißen. Weil mit denen könnte man auch ein bisschen. Zeuge weg. Verdammt. So.
halt. Bis gleich soweit. Auch, auch. Bitte schon. Auch. Und auch. Und auch noch. Gut. Passt. Wunderbar. Bringen wir ein bisschen Gravitation ins Spiel. Gravitation. Gravitation. Und einen Mond hinterher. Okay, Mini-Nuke plus Galaxie macht Bumm. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Und wir haben unsere beiden fehlenden Kombos geschafft. Somit haben wir wieder alles erledigt. Ja, gut aus. Dann geht es weiter mit der 41. Bis hin zu, weiß ich noch nicht. Da müsste ich erst den nächsten Katalog haben. 225. Easy. Ordentlich Kohle gescheffelt. Heulen der Kojote. Da können wir direkt eine Combo machen, die mir einfällt. Mit dem Mond, oder war das nun? Der Mond macht eigentlich auch Sinn, oder? Ja, wir gucken mal. Oh, ja, da sind. Wow. Das sind einige Kombos jetzt da. Heul den Mond an. Gut, das haben wir dann schon, schätze ich mal. Und die Katzenlady. Und? Was war das? Älteres Paar. Wo ist die Lady? Da Lady. Hält. Ah. Und. Nee. Oh. Oh, gerade noch. Echt, kommen wir, glaube ich, gerade nicht hin. Das kann man eh noch. Mondscheinsonate. Ah, halt. Mondscheinsonate. Ah. Noch ein anderes Item. Das hier unten, aber es ist ja wurscht. Wir kaufen jetzt noch. So, wir sind voll. Der eines können wir noch, damit dann zumindest Geld weg ist. Das grauenvolle Geheimnis kaufen wir noch. Und würde mal sagen, das war's für diesen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, einen Kommentar oder ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dann. Ciao, ciao.